ich hoffe, euch geht's allen gut. Heute gibt's nochmal ein FMA mit Skittle. Und genau, jetzt gerade chillt er hier sein Leben noch auf der Wiese. Aber jetzt gleich werde ich ihn mal fertig machen. Ich werde ihn heute mal ein bisschen Dressur reiten und vielleicht auch springen. Mal gucken. Ich bin ihn noch nie gesprungen, also könnte lustig werden. Und ich bin mal gespannt, wie Skittle so ist und wie Julia so die Ausbildung bei ihm gemacht hat. Weil ich bin ihn jetzt auch schon was länger nicht geritten. Und Dean quetscht sich jetzt hier gerade auch schon ins Video, ne? Weil so oft wirst du ja gar nicht mehr im Video dabei sein, dann möchte er natürlich jetzt auch die Chance nutzen, um nochmal gesehen zu werden. So. Die Bailey ist auch dabei. Die Bailey ist auch dabei. Also dadurch, dass wir jetzt gleich auch ein paar Bilder machen wollen mit dem Skittle, so ein paar Outfit-Bilder und vielleicht auch das ein oder andere Reitbild, werde ich ihn heute auch mal richtig schick machen und mal einmanagieren. Genau, deswegen machen wir das jetzt ganz schnell. Wir haben uns für ein graues Set entschieden.
Und das Gittel darf heute Paolas Schabracke tragen. Sogar einer meiner Lieblingsschabracken ist. Da war skeptisch, wenn ich ihn sattel nach Monaten. Thank you.
wir sind jetzt fertig mit Reiten und es hat eigentlich echt ganz gut geklappt. Ich meine, ich bin hier jetzt auch ewig lang nicht mehr geritten und die Wiese ist ja hier auch so ein bisschen uneben und so. Da musste ich mich auch erstmal wieder ein bisschen dran gewöhnen. Ich meine, ich reite auch nicht so oft auf einer Wiese wie Julia zum Beispiel. Aber Skittle hat das echt super lieb mit mir gemacht. Mir tut der Arme nur ein bisschen leid, weil die Bremsen heute echt richtig doof waren. Deswegen hat er auch so oft mit dem Kopf geschüttelt. Aber jetzt hat er Feierabend. Wir sind sogar auch ein bisschen gesprungen, ne? Das erste Mal mit mir. So, das Video ist jetzt eigentlich auch schon vorbei. Ich hoffe, die Julia hat das ein oder andere schöne Bild mit der Kamera gemacht. Dann werde ich das ja auf jeden Fall auf Insta posten. Also müsst ihr da unbedingt mal vorbeischauen. Ich hoffe, euch hat das Video aber gefallen. Und wenn ja, bis zum nächsten Mal. Tschüssi!